So, ich wollte eigentlich hier wegflexen, die ganzen Nieten, die von den Metallplatten hier noch übrig sind. Aber ich habe versucht, mit der Flex hier, mit dem Drehmehl, die wegzuflexen, aber das dauert ewig. Und dann mache ich noch mehr den Lack kaputt von dem Bus. Das habe ich mir überlegt. Durchschlagen geht auch schlecht. Verbiege ich die ganzen Verstrebungen. Jetzt muss ich doch jedes einzelne aufbohren und irgendwie die Dinger rausholen, die hier hinterfallen. Weil eigentlich komme ich gar nicht, eigentlich komme ich schon gut ran, außer hier hinten. Da komme ich jetzt nicht ran. Wenn das reinfallen würde, dann muss ich mir was überlegen. Gut, rosten können die jetzt eh nicht. Die würden dann theoretisch, es geht ja hier durch, als Hohlraum, dann müssten die hier runterfallen. Und außerdem will ich die Löcher hier vielleicht noch verwenden für die Unterkonstruktion, für die Lappen, die an der Seite rankommen. Deshalb muss ich doch die Löcher frei machen. Die werde ich wahrscheinlich doch gebrauchen für was anderes. Durchgebohrt, nach drinnen reingebohrt, ist das alles eben besser als durchschlagen oder abflexen. Das ist die einzige schnelle Alternative. Und die Nieten sind ja aus Aluminium. Die rosten nicht, wenn sie mal in den Hohlraum reinfallen. Ich habe einige gesehen, die unten drin sind, in den Schweller und ganz unten auf dem Boden. Aber das ist kein Rost. Ich habe gesehen, dass alles mit so Hohlraumwachs schon versiegelt worden damals. Sieht gar nicht so schlecht aus, sieht gut aus. Und deshalb werde ich da einfach mit Hohlraumspray nochmal rübergehen, bevor ich alles dämme. Und dann wird es wahrscheinlich nicht, wenn Feuchtigkeit reinkommt, rosten. Ja, ich kann da kurz mal zeigen mit der Taschenlampe, wie der Hohlraum aussieht. Könnt ihr mal sehen, nach über 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Man müsste es, glaube ich, sehen. Ja, da sieht man es ein bisschen. Das ist alles schön versiegelt. Mit ein bisschen Spray, aber ich mache noch mehr rein, Fluidfilm. Hier sieht man die ganzen Nietenköpfe. Aber die kann ich jetzt nicht rausholen. Die hängen da drin. Auf der Schiebetürseite sieht man es auch. Einige Nietenköpfe. Was jetzt als nächstes kommt, ist die Bodenplatte. Und da habe ich ein bisschen Bange, weil die doch genietet ist. Ich habe da schon mal eine Niete aufgebohrt. Ich wollte die Nieten nicht durchschlagen, weil unten der Boden ist versiegelt worden. Und deshalb will ich den Unterbodenschutz lassen und die Nietenköpfe oben wegbohren auf der Holzplatte und die Holzplatte anheben und dann bündig wegschneiden auf dem Boden, damit ich sie nicht durchschlagen muss. Hier habe ich schon mal angefangen. Eine Niete habe ich schon aufgebohrt, aber noch nicht richtig mit einem zu kleinen Bohrer. Der war zu klein, glaube ich.
war jetzt heftig. Ich musste erstmal das Ersatzrad hier abschrauben, wegen zwei Schrauben. Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Das kenne ich gar nicht, dass man hier drin die Schraube löst, mit dem Wagenheber gegenhält und dann langsam mit die Bolzen wegnimmt, die Klammern, damit den Wagenheber ablässt, dann kann man das Ersatzrad rausholen. Weil ich muss da unten ran, um die Nieten euch zu zeigen und unter Löcher, um an die Löcher ranzukommen. Oh je, das Ersatzrad, das sieht aus. Hier steht jetzt 47.02. Das heißt Kalenderwoche 47, 2002. Also der Reifen hier, der ist so alt wie das Auto, der Ersatzreifen. Hat noch viel drauf, aber über 20 Jahre alt. Darf man gar keinen zeigen. Verrückt. Jetzt bin ich unten, wo das Ersatzrad eigentlich ist. Hier wurde der Unterboden nicht versiegelt, nur da hinten mit dem schwarzen Unterbodenschutz bis zum Ersatzreifen. Und hier sieht man es, die Niete, ja, die wackelt schon. Hier. Ich zeige es mal. Die kann man auch drehen. Und hier sind überall, hier ist noch eine Niete. Und es geht alles bis nach vorne. Ah, das ist alles so doof. Das sind Stellen, wo ich fast nicht rankomme. Gut, dass der Bus so hoch ist, der Sprinter. Weil da ist nochmal eine Niete. Hier haben sie ein bisschen Unterbodenschutz dran gesprüht. Die Schraube ging gar nicht auf. Hier habe ich erst mit WD-40 nochmal reingesprüht. Das Gewinde von dem Ersatzrad ging gar nicht richtig auf. So, ich habe jetzt rausgefunden. Ich muss einfach einen größeren Bohrer nehmen. Ich habe jetzt einen 8mm Bohrer. Und dann springen die Nieten raus, wenn ich den Kopf direkt treffe. Das habe ich hier gemerkt. Die Niete ist drin und ist trotzdem durchgekommen. Das sieht doch schon, wie locker das wird. Und das hier nochmal aus. Direkt mit dem 8er Bohrer rein. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist er weg. Irgendwo muss es noch hängen, in der Mitte. Ne, die habe ich eigentlich weggebohrt. Uiuiui. Wie sieht es denn nicht aus? Dass ich die rausmache. Der hat ja gar nichts gebracht. Dieser hat bloß eine Siebdruckplatte, dieser hat bloß 5 mm dick. Das bringt ja gar nichts. Keine Dämmung, gar nichts. Noch fest vom Unterboden. Schutz. Jetzt mache ich mal hier ein bisschen sauber.
jetzt habe ich schon mal die Hälfte vom Boden raus, von der Bodenplatte, die sehr dünn ist. Hätte nichts gebracht, musste ich rausmachen. Hier sieht man sie noch, hier steht sie. Ist nur 5, nicht mal 5 mm dick. Da war so Schaumstoff oder Filz drunter geklebt. Sieht man auch die Reste vom schwarzen Filz. Jetzt geht es darum, die Nieten, die hier, die wackeln schon. Die hier auch. Und die ist fest. Und hier ist sogar eine durchgefallen. Kann man durchgucken. Dass ich die anderen sind, aber die hier sind aber alle fest. Ich habe schon geprüft. Da habe ich nur den Kopf weggebohrt mit einem großen Bohrer, mit einem 8er Bohrer. Ich muss das nur markieren, wo die überall sind, die ganzen Nieten, dass ich nicht drauf trete. Und dann geht es weiter mit dem vorderen Teil. So, schlechte Nachrichten. Ich muss doch die Nieten durchschlagen oder rausbohren, weil das ringsherum hier rostet. Und jetzt sieht man auch, hier ist unter der schwarze Unterbodenschutz. Aber die Nieten halten nicht alleine. Also ich muss die rausschlagen und neu versiegeln, das Loch. Anders gibt es keine Möglichkeit. Weil außerdem rostet es ringsherum am Loch. Lieber jetzt richtig machen, weil hinterher ist der Boden drin, da kann ich nicht nochmal alles rausreißen. Die sind zwar jetzt stabil, aber wenn ich ein bisschen wackel und dann fallen die durch und der Unterbodenschutz alleine hält die nicht fest. Also das geht nicht. Also müssen die jetzt raus. So, ich habe jetzt die hintere Hälfte raus, die Nieten durchgeschlagen. Kann ich nachher nochmal zeigen, weil ich auch eine Roststelle, gut, dass ich den Boden rausmache. Einige Roststellen hier. Das war knapp, aber alles nochmal gut gegangen. Filz. Jetzt gleiches Spiel nochmal. Nieten durchschlagen, alles sauber machen. Dann reicht's für heute. Alles voller Schlamm. Oh, nee, nee.
nicht appetitlich. Ist nicht schön. Ewig gedauert, hier alles hier den Dreck rauszuholen, bestimmt 3 Kilo. Viele Schaufeln voller Sand und Erde. Jetzt sieht der Bus einigermaßen innen drin sauber aus, bis auf die geklebten Filz-Dämmmatten, die hier noch die Reste draufkleben, aber die lasse ich dann so. Da werde ich nur Armaflex drüber kleben, entfetten und fertig. So sieht jetzt mein Bus aus. Einigermaßen sauber, relativ sauber gereinigt mit Wasser und Schwamm und Pinsel und alles mögliche, alle Staubecken entfernt, außer die Decke, da muss ich noch separat, aber das ist nicht so viel Staub an der Decke mit Entfettungs Isopropanol zum Reinigen für die Armaflex-Dämmung. Wichtig war die Seitenteile und die habe ich jetzt auch gereinigt. Grob gereinigt, später muss man noch entfetten, bevor die Armaflex-Dämmung drankommt. Aber sonst sieht gar nicht so schlecht aus. Auch der Radkasten richtig sauber. Aber man sieht schon, es sind einige Stellen, die Rost schon haben, also ansatzweise Rost. Ganz kleine Punkte, Flugrostpunkte Richtung Radkasten. Da muss ich unbedingt was machen. Und vor allem die Löcher hier, wo die Nieten waren von der Bodenplatte. Kann man durchgucken. Da muss ich noch ringsherum entrosten. Rostumwandler behandeln, dann streichen und mit Sikaflex von unten werde ich einfach zukleben. Was anderes fällt mir momentan nicht ein. Hier auch. Hier sind auch wieder Löcher. Hier ist ein Loch, aber es geht zum Hohlraum. Da kann ich Hohlraumspray reinmachen. Im tragenden Teil. Und hier ist nochmal ein Loch. Hier sieht man auch ein Flugrost, richtig schön viel. Rote Rostpunkte. In der Mitte geht es eigentlich, wo die Löcher sind. Ist auch nochmal ein Loch. Und hier war richtig viel Dreck in der Ecke drin, hinter der Fahrerkabine. Da war richtig viel Erde, da musste ich richtig mit der Bürste durchgehen, damit ich sehen kann, wo Flugrost ist. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe jetzt die Plastikverkleidung hier weggemacht. Vor den Säule hier, ich glaube die A-Säule. Oder B. Und hier sieht man auch, in den Riefen drin sind über kleine Flugrostansätze. Die müssen natürlich alle wegschleifen. Und hier auch wieder die Löcher, wo die Nieten waren, zumachen. Genau, und oben an der Decke werde ich auch rüberstreichen. Überall, wo Kratzer sind, damit hier nichts, falls Kondenswasser entsteht, rostet. Sieht man auch über Kratzer an der hinteren Säule hier, Ladesäule. Aber sonst ist gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt einiges geschafft mit meiner Reinigung des Innenraums, das ja auch wichtig ist wegen dem Ausbau und wegen der Bodenkonstruktion. Jetzt geht es an den Rost. Ich werde jetzt überschauen, wahrscheinlich etappenweise werde ich schauen, dass ich Stückchen für Stückchen den Rost entferne, Rostumwandler behandle. Wenigstens erstmal auf dem Unterboden, wo dann die Unterkonstruktion reinkommt, mit den Latten und der Bodenplatte. Und bevor ich das mache, werde ich noch hier, sehe ich gerade, sind Löcher drin. Für den unteren Träger, da werde ich mit Hohlraumspray durchgehen.
Und dann müsste eigentlich alles erstmal versiegelt sein, auch die Seitenteile mit den Holmen Richtung Schweller runter. Aber sonst gefällt es mir gar nicht so schlecht. Ja, jetzt geht es erstmal weiter. Wetter passt auch, richtig schön warm, angenehm. Und dann hoffe ich, das klappt alles. Thank you.